Herzlich willkommen, mein Name ist Georg Diegrober. Ich habe mit ganz besonderen Menschen die Ökonomie der Menschlichkeit ins Leben gerufen. Und was ist die Ökonomie der Menschlichkeit? Es ist eine Wirtschaft, die dem Leben dient. Und wenn man das jetzt definiert und 100 Menschen fragt, was ist für dich ein gelingendes Leben? Oder was ist für dich Menschlichkeit? Dann gibt es 100 unterschiedliche Antworten. Menschlichkeit zu erläutern wäre unmenschlich, hat kürzlich ein Mitglied gesagt. Und das Interessante ist dabei aber, wenn man sich selbst die Antwort gibt, es ist immer ermutigend, es ist immer lebensfördernd, es ist immer verbindend, es ist aufbauend. Somit ist die Ökonomie der Menschlichkeit definitiv was, was uns als Menschen weiterbringt, was uns fördert, was das Unternehmertum in dem Sinn leichter macht. Die Mitglieder der Ökonomie der Menschlichkeit werden in Kürze sich mit dieser Logotafel zeigen, die am Geschäft zeigt, du bist als Mensch willkommen in meinem Lokal, in meinem Hotel, in der Gastronomie, wo immer. In vielen Fällen würde man ja gar keine Ladengeschäfte mehr brauchen, weil Produkte, Dienstleistungen ja auch online bestellbar sind. Aber es geht um die menschliche Begegnung als Sozialwesen. Und wir haben in der Ökonomie der Menschlichkeit als gemeinsames, alles verbindendes Anliegen, und das wird sehr, sehr interessant, die Freude. Wir sind dann nicht mehr in einem rationalen Bereich, sondern in einem Gefühl und erinnern uns jeden Tag an Freude, unabhängig der Situation. Wie ist meine Grundhaltung? Strahle ich Lebensfreude aus? Also wir bauen da sukzessive unsere Strahlkraft in dem Sinn auch aus. Und somit transformiert sich auch im Unternehmen sehr, sehr viel. Denn auch in der Kommunikation, wenn man sich erinnert immer an das gemeinsame Anliegen Freude, dann ist es eben keine Kommunikation mehr in der Konfrontation, sondern eine Erinnerung an das gemeinsame Anliegen. Da steckt viel, viel in dem Sinn drinnen, was unser Unternehmertum extrem erleichtern wird. Es gibt ja viele Netzwerke, die SIF verbinden, die Wertschöpfungskreisläufe schaffen. Und das ist die gemeinsame große Verbindung. Denn wenn man jetzt nur 10% der Unternehmer im Land nehmen, denen Menschlichkeit wichtig ist, die die Freude im Land fördern wollen, dann sind wir bei 10.000 Unternehmen. Und der nächste Schritt ist, dieses Element Freude, das wir im Unternehmen nutzen und zirkulieren lassen, das bringen wir in die Gesellschaft. In der Wirtschaft haben wir genaue Parameter von Zahlen, die genau sagen, wie erfolgreich ist man, was haben wir an Inflation und viele andere Dinge. Aber wir haben kein Parameter, wie geht es uns als Gesellschaft? Und da schaffen wir gemeinsam mit der Uni in Innsbruck den Freudeindex. Das heißt, alle Mitglieder der Ökonomie der Menschlichkeit tragen dazu bei, diesen Freudeindex zu nähern, ihn zu stärken. Das hat eine ganz, ganz große gemeinsame Wirkkraft. Wie das Ganze jetzt gesamt ausschaut, das erläutert man einmal im Monat mit einem Zoom. Aber das erklärt 1949, finden Sie auf der Internetseite Ökonomie der Menschlichkeit. Und alle, die als Mitglied dabei sind, gibt es einmal im Monat einen Freudeabend. Das heißt, wir reden über die Praxis. Wie geht es im Unternehmen ganz konkret mit dem Thema Freude im Team, bei den Kunden, mit Menschlichkeit? Das heißt, es berichten Unternehmer, Unternehmerinnen und so schaffen wir einen Wissenstransfer. Und wir werden mehr und mehr das Ganze aufbauen. Ein schönes, lohnendes Beispiel habe ich noch, ein Unternehmer, Pannengärtner in Mittersil, kürzlich eine Zeitung gekommen, die haben 2014 eine gemeinsame Vision geschaffen mit Menschlichkeit zum Erfolg. Sind dran geblieben, haben das weiterentwickelt und am Schluss geht dann, weiterhin gilt mit Menschlichkeit zum Erfolg. Und wenn man das jetzt mit dem Faktor Freude als Ausdruck koppelt, da ist ganz, ganz viel drinnen. Und dieser Wissenstransfer, dafür sind wir in dem Sinne da. Wir stellen mit der Ökonomie der Menschlichkeit eine Wortmarke zur Verfügung, mit der jeder arbeiten kann und mit der sich jeder in der Einzigartigkeit zeigt. Also die herzliche Einladung mitzuwirken, aus dem Gefühl heraus zu handeln, es lohnt einfach. Und wir sind viel, viel näher dran, dass sich das Ganze jetzt von dieser anstrengenden Seite wandelt in eine freudvolle. Dazu tragen wir alle gemeinsam bei,
Herzlich willkommen in der Ökonomie der Menschlichkeit.